Anlass ist heute in Friedberg eine Demonstration. Es geht um eine Abschiebung. Was ist der Hintergrund dieser Abschiebung? Der Hintergrund ist der, dass meine Freundin Maida, die ich jetzt seit mittlerweile fast 18 Jahren kenne, ihre Mutter soll, nachdem sie ist letzten Mittwoch 18 geworden und soll jetzt abgeschoben werden, aufgrund der Tatsache, dass also die Behörden meinen, dass sie eine Scheinehe geführt hat. Diese Scheinehe wurde nicht bewiesen. Und zwar, Mutter ist integriert, ist berufstätig. Maida ist eine von uns, so wie wir sie kennen. Ihre Mutter ist eine von uns, so wie wir sie kennen. Sie ist genauso, sie gehört genauso, mindestens genauso zu der Gesellschaft, wie alle anderen, die hier sind auch. Sie bezahlt ihre Steuern, ist nicht straftätig geworden die letzten Jahre. Und für uns ist es wirklich ein Schock, dass ein Mensch einfach so aus seiner Gesellschaft gezogen werden kann. Du gehst ja selbst noch zur Schule, bist erst 18. Wenn jetzt ein Elternteil wegfiele oder ist noch ein Vater vorhanden, du wärst quasi allein hier angewiesen, dann ist es ja doppelt wertvoll, dass die Mutter hier bleibt. Richtig. Und ich habe auch schon oben angesprochen, als ich oben war, wenn meine Mutter wegfällt, weil sie mich ja auch unterstützt, finanziell gesehen auch. Wenn das jetzt wegfällt, müsste ich ja auch nochmal durch den Staat leben. Ich würde Gelder bekommen, weil alleine, wie gesagt, ich bin Schülerin, ich kriege keinen Cent für die schulische Ausbildung. Ich müsste dann einfach von dem Geld des Staates leben und das ist dann, ich überlege mir dann einfach, nach welchen Kriterien die Menschen jetzt darüber entscheiden, welche Menschen jetzt ausgewiesen werden und welche nicht. Meine Meinung dazu ist, dass das total ungerecht ist, weil ich Maida schon seit 17 Jahren kenne und seit 18 Jahren ist Maida schon immer mit ihrer Mutter alleine gewesen und sie hatte nie einen Vater, andere Verwandte hat sie hier auch nicht und wenn sie weg ist, kann ihr Deutschland als einzige Möglichkeit Sozialleistungen anbieten und das sind nur materielle Dinge. Was darüber hinausgeht, das ist nicht mehr da. Alles, was darüber hinausgeht, das ist alles nur in ihrer Mutter. Und wenn ihre Mutter weg ist, dann hat sie nichts mehr hier. Nichts hat sie, was sie hier hält. Ich meine, sie geht noch zur Schule, sie könnte sich nicht selbst versorgen. Die ganzen Sozialleistungen, alles Krankenversicherung, dies und das kann ja vom Staat gewährleistet werden für sie. Aber was bringt ihr das, wenn ihre Mutter nicht mehr da ist? Ich meine, jeder weiß, wie es ist, wie man seine Mutter liebt und ohne Mutter aufzuwachsen, vielleicht verstehen das Leute nicht, weil ich weiß nicht, also mir fehlen eigentlich die Worte dazu, weil es total selbstverständlich ist, es ist kein Privileg, eine Mutter zu haben. Es ist selbstverständlich für einen Menschen, eine Mutter zu haben, mit ihr aufzuwachsen und selbst zu entscheiden, wann man sich von ihr unabhängig macht. Irgendein Gesetz beschreibt nicht, dass man mit 18 volljährig ist und sich abnabeln kann von den Eltern. Das geht nicht. Das ist ein illegitim und ich kann das nicht vertreten. Könnten Sie sich vorstellen, von Ihrem Kind getrennt zu sein? Niemals. Ich denke auch nicht, dass die Liebe, die eine Mutter seinem Kind gibt, mit dem 18. Lebensjahr vorbei ist. Auch meine Mutter lebt in Friedberg bei uns. Ein Kind braucht eine Mutter, ein Kind braucht eine Großmutter. Und das wäre dramatisch, wenn dies nicht der Fall wäre. Sie engagieren sich auch hier bei dieser Veranstaltung. Wie haben Sie davon erfahren? Durch Facebook. Heutzutage haben wir das große Glück, dass ein solches Netz vorhanden ist und man schnell viele Leute mobilisieren kann. Und so ist es dann entstanden, dass wir heute auch hier teilnehmen können. Wie sehen Sie die Chancen, dass es klappt, dass die Mutter hier bleiben darf? Also ich kann es nicht verstehen, dass eine Frau, die sowohl integriert ist in ihrer Sprache, einen Beruf ausübt, selbst für ihren Unterhalt aufkommt, dass eine solche Person das Recht untersagt wird, in Deutschland zu bleiben. Also meiner Meinung nach, nach meinem Menschenverständnis, müsste die Chance sehr hoch sein, dass sie hier bleibt. Alles andere wäre unvorstellbar.
Bad Nauheim TV erklärt sich hier und jetzt bereit, ein Forum einzurichten, in dem eben alle die Möglichkeit haben, dem Nachdruck zu verleihen, um zu verhindern, dass die Mutti abgeschoben wird. Vielen, vielen Dank. Es wäre wirklich, mir fehlen die Worte. Vielen Dank, ehrlich. Vielen Dank.